Herzlich willkommen zum Medienmagazin ZAPP und wie schön, dass Sie da sind. Denn schließlich machen wir unsere Sendung hier bei ZAPP für Sie, weil dafür bezahlen Sie uns ja schließlich jeden Monat mit Ihrem Rundfunkbeitrag. Natürlich fließt der nicht nur ins Programm, sondern beispielsweise auch in die Technik, in den Aufbau der Mediathek oder ins Archiv, aber natürlich auch in Personalkosten. Und da gibt es unter anderem einen Posten, der die Gemüter erhitzt. Den für die Spitzengehälter der Führungskräfte. Dazu haben wir auf der Straße mal ein paar Meinungen eingesammelt. Ja, also für Verantwortung sollte schon bezahlt werden, finde ich. Aber irgendwo sollte es ein Limit geben. Solange ich bezahle, lege ich natürlich Wert darauf, dass sie nicht überbezahlt sind. Das ist mir ein bisschen zu heftig, was da bezahlt wird. Viel zu hoch. Viel zu hoch. Zur Orientierung, der ARD-Vorsitzende verdient zurzeit rund 30.000 Euro im Monat. Ist das angemessen? Auch vor dem Hintergrund des RBB-Skandals, der die Frage aufgeworfen hat, wofür Beitragsgelder eingesetzt werden. Lea Eichhorn und Nadja Mitzkat. Demo beim RBB. Die Mitarbeitenden sauer. Bei ihnen soll gespart werden. Knapp 50 Millionen Euro in 2 Jahren. Auch weil es im RBB unter der ehemaligen Führungsspitze zu viel Misswirtschaft gab. Ich erwarte, dass Kolleginnen und Kollegen, die in Spitzenpositionen sind, genauso auf Geld verzichten und genauso gerecht behandelt werden. Was sie hier aufregt, hohe Gehälter, üppige Sonderzahlungen, auch Ruhegelder. Führungskräfte werden ja sehr gut bezahlt für die Aufgaben, die sie wahrnehmen. Und das heißt ja immer, dass damit auch Risiken und Verantwortung vergütet werden. Aber durch die Ruhegelder wird dieses Prinzip ad absurdum geführt. Also auch wenn Führungskräfte komplett versagen nach den alten Verträgen, kriegen sie ja weiterhin teilweise bis zu 60% ihrer sehr hohen Bezüge. Ruhegeld bedeutet, wer als Führungskraft vorzeitig aus seinem Vertrag ausscheidet, bekommt ein üppiges Übergangsgeld, oft bis zur Rente. Dafür zieht einer der entlassenen RBB-Verantwortlichen sogar vor Gericht, der ehemalige Produktionsdirektor Christoph Augenstein. Eine 7-stellige Summe steht im Raum, der größte Teil Ruhegeld. Allgemeines Unverständnis. Ex-RBB-Direktor will 1,2 Millionen. RBB-Betriebsdirektor klagt gegen Kündigung. 750.000 Euro Ruhegeld. Worum geht es? Die neue RBB-Führung will, dass Augenstein Verantwortung übernimmt, Konsequenzen aus dem Skandal zieht, auf sein Ruhegeld freiwillig verzichtet. Augenstein selbst will darüber nicht reden. Seine Chancen vor Gericht gut. Immerhin hat der RBB ihm das Ruhegeld in seinem Vertrag zugesagt. Sind solche Verträge heute auch noch möglich? Mitte März, MDR in Leipzig. Ein neuer Intendant wird gewählt. Ralf Ludwig, bisher Verwaltungsdirektor. Ludwig will aus seinem Altvertrag das Ruhegeld mitnehmen. Schon im Vorfeld dieser Wahl heftige Kritik. Mit oder ohne Ruhegeld? Personalrat kritisiert unangemessene Vertragskonditionen. Seinen Vertrag verhandelt Ludwig mit ihr. Birgit Dietzel, Vorsitzende des Verwaltungsrats, ehemalige CDU-Finanzministerin in Thüringen. Wie will sie mit seinem Ruhegeldanspruch umgehen? Wir haben in unseren neuen Verträgen das mit den Ruhegelden nicht mehr. Das heißt, damit wird Herr Ludwig nicht rechnen können. Herr Ludwig wird damit rechnen können, was bisher vertraglich unterschrieben ist, wird eingehalten. Allen anderen Aufwuchs gibt es nicht. Ludwig kann auf seinem Anspruch bestehen und das Ruhegeld aus seinem alten Vertrag mitnehmen, könnte aber auch verzichten. In der Vergangenheit zahlten fast alle Sender Ruhegeld an Spitzenpersonal. Zur Erinnerung, es geht um Gelder, die nach dem Ausscheiden aus einer Spitzenposition bis zum Renteneintritt gezahlt werden. Einzelne Sender haben solche Regelungen für neue Verträge inzwischen abgeschafft. Aber Führungskräfte, die aus einem alten Vertrag Anspruch darauf haben, behalten diesen in der Regel, wie voraussichtlich Ralf Ludwig. Nicht nur die Ruhegelder, auch die Gehälter der IntendantInnen stehen in der Kritik. Schon vor 10 Jahren war süffisant vom öffentlich prächtigen Geldsegen die Rede. Der Tagesspiegel kritisiert, ARD und ZDF überschütten ihre Chefs mit Geld. Auch Politiker kritisieren die Summen. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke, solche Gehälter sind toxisch.
Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff, astronomische Intendantengehälter. Aber was verdienen die Chefinnen und Chefs von ARD und ZDF eigentlich? Die jüngsten verfügbaren Zahlen aus 2021. Einkommen der IntendantInnen auf den Monat runtergerechnet, inklusive Zusatzbezüge und Nebeneinkünfte soweit bekannt. An der Spitze der Intendant des ZDF mit rund 37.000 Euro im Monat. Ganz unten der Intendant des Saarländischen Rundfunks mit rund 21.000 Euro. Und auf Platz 8 der MDR mit rund 26.000 Euro monatlich. Doch wer legt die Gehälter eigentlich fest? Es sind nicht die Sender selbst. Zuständig ist der Verwaltungsrat, ein unabhängiges Aufsichtsgremium, bestehend aus Vertretern von Parteien und Verbänden. Wird das Gehalt des neuen MDR-Intendanten niedriger ausfallen als das seiner Vorgängerin? Nachfrage bei der Chefin des Verwaltungsrats. Also wir haben eine Verantwortung, aber Unterschriften gehören immer zwei auf einen Vertrag. Das heißt, Sie haben, also können auch nur in dem Spielraum agieren, den dann der gewählte Intendant. Er hat seine Vorstellung und wir haben unsere Vorstellung. Wenig mutig. Dabei ist der Verwaltungsrat am Ende verantwortlich. Die Verhandlungen laufen aktuell. Medienberichten zufolge will Ralf Ludwig höher einsteigen als seine Vorgängerin. Er selbst will sich dazu nicht öffentlich äußern. Wir fragen alle amtierenden ARD-IntendantInnen für ein Interview zu ihren Gehältern an. Nur der ARD-Vorsitzende Kai Gnifke vom SWR sagt zu. Er verdient 30.000 Euro pro Monat. Angemessen? Ja, glaube ich schon. Warum? Weil ich jeden Tag Verantwortung trage für 15 Millionen Menschen, für die der SWR in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg Angebote macht. Für 5.000 Menschen, die im SWR arbeiten. Was Verantwortung wert ist, ein Thema für Professor Ulf Papenfuß. Er hat in den letzten Jahren mehr als 1.000 öffentliche Unternehmen und ihre Gehaltsstrukturen untersucht, darunter auch öffentlich-rechtliche Sender. Die erste Studie dieser Art bundesweit. Ergebnis? Objektiv richtiges Gehalt gibt es wahrscheinlich nicht. Das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, aber umso wichtiger in dieser emotionalen Diskussion eine Versachlichung reinzubringen, also Bilanzsumme, Umsatz, Mitarbeiter, ähnliche Größen. In der Praxis würden diese Kriterien aber oft untergeordnet. Man orientiert sich stark an der Vergütung der Vorgängerin oder des Vorgängers, was aber in der Sache nicht das Kernkriterium sein darf, weil man nicht eine einmal getroffene Entscheidung für immer zementieren sollte. Mit seinem Gehalt nach unten abzuweichen bedeutet momentan, freiwillig zu verzichten. Kann sich der ARD-Vorsitzende das vorstellen? Ich kann mir möglicherweise Regelungen in diese Richtung vorstellen, aber nur für mich persönlich. Und deshalb werde ich das nur vertraulich mit meinem Aufsichtsgremium besprechen, wenn es dazu kommt. Gnifke will mit einem möglichen Verzicht keinen Druck auf anderes Spitzenpersonal ausüben. Auch die Politik hätte es in der Hand, die Gehälter zu reduzieren. Die LandespolitikerInnen bestimmen die gesetzliche Grundlage für die öffentlich-rechtlichen Sender. Sie könnten klare Vorgaben zu Gehältern machen, etwa im Medienstaatsvertrag. Zur Erinnerung, seit Jahren prangert insbesondere Rainer Haseloff die astronomischen Gehälter an. Landtagsdebatte in Sachsen-Anhalt. Der Entwurf des neuen Medienstaatsvertrags ist da. Die Opposition kritisiert: In keinem der bisherigen Staatsverträge, die ja von den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten verhandelt wurden, taucht bisher eine Gehaltsobergrenze, ein Gehaltsdeckel für Intendantinnen und Intendanten auf. Die Politik gibt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit dem Medienstaatsvertrag einen rechtlichen Rahmen. Warum fordert der Ministerpräsident immer wieder einen Deckel, setzt ihn politisch aber nicht um? Ein Interview lehnt er ab. Wir fragen spontan nach. Es gibt ja den Entwurf, da steht ja nicht drin, dass die Intendantengehälter gedeckelt werden, oder? Ja, das werden wir sicherlich alles noch zu besprechen haben. Sie fordern das ja schon seit sehr langem. Ja. Warum haben Sie bisher politisch dafür nicht gesorgt? Da sind wir da gerade dabei. Stand jetzt gibt es keine Vorgabe für Intendantengehälter. Weder im Medienstaatsvertrag für alle Bundesländer, noch im Rundfunkstaatsvertrag für den MDR.
In Brandenburg will die Politik entschlossener durchgreifen, einen Gehaltsdeckel vorschreiben, zumindest für den RBB. Der zuständige Medienstaatssekretär erklärt, die hohen Gehälter würden der Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sonst schaden. Und diesem Eindruck, der ja dem öffentlichen Rundfunk in seiner Breite nicht gerecht wird, dem muss man entgegenwirken. Und ich glaube, dass dort auch die Begrenzung der Intendantengehälter ein ganz wichtiges Mittel ist. Ob das tatsächlich umgesetzt wird, abwarten. Auch die Aufsichtsgremien des RBB müssen beweisen, dass sie es jetzt wirklich ernst meinen. Ein Weiter-so soll es nicht mehr geben. Die Zukunft? Weniger außertarifliche, also AT-Verträge mit Sonderkonditionen. Wir wollen die AT-Stellen reduzieren auf 17. Also das ist knapp eine Halbierung auch. Auch Ruhegelder soll es beim RBB in Zukunft nicht mehr geben. Stattdessen ein Übergangsgeld, das für maximal 3 Monate bezahlt wird. Die Ansprüche aus alten Verträgen bleiben aber. Heißt, auch der RBB und seine Mitarbeitenden sind darauf angewiesen, dass einzelne Führungskräfte verzichten. Schauen Sie mal hier, dieses Bild. Was sehen wir? Eine Gruppe junger Männer, die Gesichter wutverzerrt und sie wirken ziemlich aggressiv. Verbreitet wurde das Ganze von AfD-Fraktionsvize im Bundestag Norbert Kleinwächter via Instagram. Kein echtes Foto, sondern er hat es mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Mit solch einer rassistischen Darstellung werden Ängste geschürt. Ist das nicht Propaganda, haben wir ihn gefragt? Nein, das ist keine Propaganda. Für mich ist das eine Art und Weise, für ein Thema zu sensibilisieren. Dies lässt nicht nur tief blicken, wie Kleinwächter Stimmungen schürt, sondern das Beispiel zeigt auch, wie künstliche Intelligenz für politische Zwecke gebraucht bzw. missbraucht werden kann. KI wird rasend schnell immer besser. Und das wirft die Frage auf, wo liegen die Risiken, aber auch die Chancen? Über solche Chancen für den Journalismus, dazu sprechen wir gleich noch mit einem Kollegen, der KI schon aktiv im Redaktionsalltag nutzt. Eine Herausforderung besteht darin, dass es immer schwieriger bei der Recherche wird, zu unterscheiden, welche Information und welches Foto war es oder nicht. Christoph Deutschle und Sophia Stritze zeigen, wie leicht es mittlerweile ist, Fakes zu produzieren. Plötzlich tauchen im Netz diese Bilder auf. Russlands Präsident Putin trifft Wolodymyr Selenskyj. Die Nachricht verbreitet sich rasend schnell. Ihr Treffen offenbar geheim. I can't officially confirm that. Altkanzler Gerhard Schröder soll vermittelt haben. Just this much. Long-standing friendships pay off in the end. Okay. Spätestens das Video, das sollte uns verraten haben. Denn dieses Szenario ist fake. Bilder, Text, Video, das alles haben wir kreiert mit einer künstlichen Intelligenz. Denn wir wollten wissen, wie schwer ist es für Laien, ein solches Szenario zu schaffen? Für unser Experiment haben wir uns Hilfe geholt von Informatiker Kamil Gavlik. Seine Softwarefirma nutzt seit Jahren KI. Er zeigt uns, was Tools wie Midjourney mittlerweile können. Und dann gebe ich zum Beispiel ein, genau das, was ich haben möchte. Also in Textform ist es so gemacht, dass jede Person so einfach wie möglich Bilder erstellen kann. Wir kennen das vom Googlen. Mhm. Man googelt ja auch genau das, also so wie man sagen würde, das tippt man bei Google ein. Und hier ist es genauso. Ich würde zum Beispiel sagen, Secret Meeting zum Beispiel. Dann starten wir das Ganze einmal. Bin ich mal gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Ich bin auch gespannt, weil das Resultat jedes Mal was komplett Neues ist. Mehr als einen Internetzugang und einen kostenfreien Account braucht es nicht. Nach 30 Sekunden ein erstes Ergebnis. Das ist auch zweimal Putin, fällt mir ein. Das heißt, es ist wirklich ein Try and Error. Man muss es versuchen genau. Und irgendwann kommt dann das entsprechende Ergebnis raus. Aber ist ja interessant. Dann versuchen wir doch nochmal weiter. So ein fiktives Szenario zu schaffen, wie wir das gerade hier tun, das braucht vor allen Dingen Zeit. Das ist nicht kompliziert, aber es braucht Zeit, weil man es immer wieder neu versuchen muss mit den durchaus gleichen Befehlen, um zu hoffen, dass das richtige Bild rauskommt. Und es passiert eben auch sowas hier. Hier oben rechts sieht man zum Beispiel Putin und, naja, es kann man nicht genau erkennen, die geben sich die Hand, aber sie sitzen zum Beispiel auf nicht vorhandenen Stühlen. Also es kommt auch echt viel Quatsch bei raus. Ich würde es einfach nochmal eingeben, genau mit den gleichen Eingaben werden auch. Stunden vergehen. Am Ende sind wir mit einem Bild zufrieden. Finde ich gar nicht so schlecht.
Für die fiktive Aussage von Gerhard Schröder nutzen wir das Programm 11 Labs. Die KI, die ihm neue Worte in den Mund legen soll, muss erst auf seine Stimme trainiert werden. Doch Deutsch kann sie noch nicht. Wir würden es jetzt sogar auf Englisch exportieren. Das heißt, Gerhard Schröder würde Englisch reden. Im besten Fall würde man eine Soundaufnahme auch nehmen, wo die Eingangssprache auch in Englisch ist. Das haben wir hier nicht. Haben wir nicht gefunden. Kein genau. Schröder auf Englisch. Genau, das ist die Eingabe. Lieber Sigmar, liebe Genossinnen und Genossen, jede und je... Also ganz normal, Schröder eben. Rede. Genau. Und plötzlich spricht der Altkanzler dann doch Englisch. Und dann läuft es schon. I can't officially confirm that, but just this much. Long-standing friendships pay off in the end. Im Vergleich zu 2 Jahren, komplett unaufwendig. Es kann mittlerweile jeder machen. Es kostet halt ein bisschen Zeit natürlich, auch Geld, wenn man es vernünftig machen sollte. Aber es ist jetzt nichts, was nicht jede Privatperson hinbekommen würde mit ein bisschen Recherche im Internet. Die Plattform Reddit ist voller KI-Bilder. Hier zeigt ein User ihre Entwicklung innerhalb eines Jahres am Beispiel von Midjourney. Das letzte Bild, nahezu perfekt, bis hin zur Spiegelung in der Sonnenbrille. Im Netz tauchen immer mehr solche Bilder auf. Der Papst im stylischen Daunenmantel, Jesus mit seinen Jüngern, Elon Musk als Müllsammler. In den Medien läuft die Debatte. Was kann KI und wo wird sie zur Gefahr? Was wahr ist und was nicht, das lässt sich vielleicht schon bald nicht mehr auseinanderhalten. Umso mehr sind diejenigen gefragt, deren Aufgabe es ist, genau das herauszufinden. In Berlin treffen wir eine Kollegin, die sich damit besonders gut auskennt. Sarah Tust arbeitet für Korrektiv, ein Recherchezentrum, das sich auch auf das Entlarven von Falschmeldungen spezialisiert hat. Wir haben selbst ein bisschen gebastelt. Wir haben ja so ein Eingangsszenario, Putin trifft Zelensky im Wald. Und das ist bei rausgekommen. Ich finde ja, das sieht ganz gut aus. Was sagst du als Expertin? Was fällt dir auf? Worauf achtest du, wenn du ein Bild prüfst? Okay, also ein kurzer Blick. Zuerst schaue ich mir die Hände an. Und an den Händen kann ich schon erkennen, dass da irgendwas nicht stimmt. Der Daumen ist total unnatürlich geknickt. Das liegt unter anderem daran, dass künstliche Intelligenz gesteuerte Programme oftmals Schwierigkeiten haben, klare Linien darzustellen. Gib mir mal die Hand. So. Ja, stimmt. Das kann man gar nicht so machen, ohne mir die Finger zu brechen. Das nächste Merkmal, woran ich das erkenne, ist, dass die Haare sehr unnatürlich aussehen. Die sehen eher aus wie so ein Fell von einem Tier, ne? Und So sieht Menschenhaar nicht aus. Unser Bild eben nur beinahe täuschend echt. KI-Bilder entlarven für die Faktenchecker von Korrektiv bisher noch kein Problem. Aber mit der Qualität und der Masse der Fakes steigt auch die Herausforderung für den Journalismus. Ich denke, wir müssen uns einfach vorbereiten. Also wir müssen anfangen, uns damit gezielt zu beschäftigen. Das ist einfach auch ein Problem. Für viele Journalisten war das im Alltag bisher kein Thema, sich damit zu beschäftigen. Da müssen wir für uns schauen, dass wir auch gucken, was sind bestimmte Tools, die ich benutzen kann, um die Bilder zu analysieren. Ihr Werkzeugkasten, um verdächtige Bilder wie dieses zu überprüfen, Suchmaschinen für die Bilderrückwärtssuche und das Programm Replicate, das möglicherweise manipulierte Stellen hell einfärbt. Doch die Tools nicht immer eindeutig. Und die KI entwickelt sich so schnell, dass die Software zum Aufspüren immer ein bisschen hinterherhinkt. Wir sprechen mit Judith Simon, Professorin für Ethik und IT. KI-Inhalte zu kontrollieren sei schwer. Diese verpflichtend zu kennzeichnen, wie von einigen gefordert, helfe nur teilweise, denn das könnte umgangen werden.
können. Ich kann sehr, sehr viele Menschen, Millionen von Menschen können sehr schnell diese Technologien für alles Mögliche nutzen. Und das führt eben dazu, dass man überfordert ist. Ein Stück weit einerseits damit, wie schnell das geht. Der Rechtsrahmen ist häufig eben auch nicht entwickelt, um bestimmte negative Effekte einzuhegen. Denn die KI lerne nur auf Basis dessen, womit wir Menschen sie gefüttert haben. Fehler und Vorurteile inklusive. Die Folge: künstliche Intelligenz, sie ist nicht frei von Rassismus oder Sexismus. Was ganz wichtig ist, sich klarzumachen, ist, die KI macht überhaupt nichts von alleine, sondern es sind immer Menschen, die Entscheidungen treffen, wofür sie KI einsetzen. Es geht weniger darum, wie wir die KI einhegen, als wie wir Akteure einhegen, die KI zu bestimmten Zwecken einsetzen wollen. Zum Beispiel für politische Stimmungsmacher, wie hier Trump mit riesiger Anhängerschar, Macron beim Protest gegen seine eigene Rentenreform, Putin, der für Chinas Staatschef Xi Jinping in die Knie geht. Auch in Deutschland wird mit KI-generierten Bildern politisch Stimmung gemacht. Wir sind auf dem Weg zu Norbert Kleinwächter. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD hatte im März für diese Darstellung viel Kritik einstecken müssen. Die AfD macht Stimmung. KI zeigt wahres Gesicht der AfD. KI-generierte Desinformation. Auf YouTube rechtfertigt sich Kleinwächter und setzt noch eins drauf. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, bildet ein solches Bild natürlich nicht ein konkretes Ereignis ab, aber durchaus die Realität der Brutalität, die von gewissen und eigentlich auch den allermeisten illegalen Migranten beim Grenzübertritt an den Tag gelegt wird. Okay, für diese Behauptung bleibt Kleinwächter jeden Beleg schuldig. Er hat einfach mal seine gefühlte Wahrheit in ein Bild gepackt. Hallo. Er empfängt uns in bester Laune. Genau. Beinahe täglich generiert er Bilder via KI für seinen Instagram-Account. Sein Thema heute: das geplante Aus für Öl- und Gasheizungen. Wir machen jetzt einfach mal einen Mann und seinen Sohn. Die lassen wir uns einfach im Wohnzimmer auf einer Couch sitzen. Sitting in their living room on a couch, wearing very thick jackets und frieren. Freezing. Umprobieren. Genau. Ich möchte noch mal über ein Bild sprechen, über das wurde schon häufig mit Ihnen gesprochen. Ja. Sie, wahrscheinlich wissen Sie, worauf ich hinaus möchte. Ich möchte auf dieses Bild hier hinaus. Genau. Sie sprechen hier von Flüchtlingen allgemein, zumindest in dem Text. Ist das nicht auch eine Art, bewusst durch KI, und ich würde behaupten, nicht jeder erkennt, dass es tatsächlich ein generiertes Bild ist, Ängste zu schüren? Also ist das schon Propaganda? Nein, das ist keine Propaganda. Für mich ist das eine Art und Weise, für ein Thema zu sensibilisieren. Denn dieses Bild sei ja erkennbar, kein Foto. Aber können Sie zumindest nachvollziehen, dass es auch Stimmen geben, die sich da schon, also die das schon problematisch finden? Es ist eine Illustration, die hart an der Grenze ist, weil sie natürlich im Endeffekt etwas sehr Wahrnehmbares darstellt. Und zwar Leute, die aufgebracht sind, die potenziell gefährlich wirken können. Das ist aber wiederum etwas, was in der Tat in die Absicht meiner Vermittlung war. Und die KI malt ihm die Welt nach seinen Vorstellungen. Genauso hat er es auch schon mit dem Klimaprotest gemacht. Und mit Gesundheitsminister Lauterbach. Was bedeutet es denn für den öffentlichen Diskurs und vielleicht sogar, wenn wir weitergehen, sogar für die Demokratie, wenn jeder seine Meinung in täuschend echte Bilder packen kann? Daran werden wir uns gewöhnen müssen, dass das passiert. Ich glaube, dass diese Art der KI-Technologie tatsächlich nicht aufhaltbar ist. Das wird die Art der Kommunikation, gerade auch in den sozialen Netzwerken, erheblich verändern, weil sie im Endeffekt mit einer ganz anderen Flut von Bildern konfrontiert sind, die in der Tat oftmals dann dazu geeignet sein werden, Emotionen zu erzeugen, die geeignet sein werden, vielleicht auch tatsächlich Unfrieden zu stiften. Das kommt immer darauf an, was ich mit den Bildern im Endeffekt, welche Bilder ich verwende, mit welcher Intention ich sie verwende. Und das dann dazu führt, dass die Intensität der Diskussion heftiger wird. Warum machen Sie trotzdem mit? Weil wir als AfD in der Kommunikation die sozialen Medien brauchen. Und das bedeutet, sie müssen knallhart
mit der Faust ins Auge kommunizieren. Das ist nicht, eigentlich nicht mein Stil, aber das ist der Stil, der durch die Schnelllebigkeit der sozialen Medien wohl eingefordert werden wird. Interessante Logik. Ohne die sozialen Medien gehe es nicht. Und eben deren Funktionsweise zwinge die AfD zu reißerischen Bildern und Aussagen. Wo also liegt das Problem? Beim Mensch oder der Maschine? Es ist wie oft bei revolutionären technischen Entwicklungen, sagt Hacker Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Die KI selbst ist weder gut noch böse, aber diese Technologie trifft halt auf eine Gesellschaft, die bereit ist zu glauben, dass die Regierung LSD vom Himmel sprüht in Flugzeugen oder dass die Erde eine Scheibe ist. Oder dass es sinnvoll wäre, die AfD zu wählen. So, wenn man diesen Leuten irgendwie, wenn man auf diese Gesellschaft trifft mit sowas, dann gibt es natürlich Probleme. Die Theorie der liberalen Demokratie, die wir haben, setzt irgendwie voraus, dass die Menschen sich über zumindest die Fakten einig sind. Und wenn man sich noch nicht mal mehr über die Fakten einig ist, dann sind natürlich auch alle Konsequenzen und Interpretationen, die man daraus ableitet, hinfällig. Und du hast auf einmal Parallelwelten, in denen fundamentale Realitäten unterschiedlich sind. Künstliche Intelligenz, für ihn ein mächtiges Werkzeug. Und den Umgang damit müssen wir erst lernen. Ich würde vermuten, dass die Gesellschaft jetzt erstmal sehr viel positive Dinge damit machen wird. Dann in so ein Halbfeld, dass sie sich überhaupt gar keine Gedanken darüber macht, welche Limitationen KI hat. Und dann werden wir in düstere Szenarien geraten, weil wir KI zu viel vertrauen, weil wir KI überschätzen. Und dann werden wir irgendwann korrigieren. Aber auf dem Weg dahin müssen wir so ein paar Herdplatten schon mal die Hand drauflegen. Und okay, das magst du, das mal. Wir alle müssen den Umgang mit KI lernen. Sascha de Vigne, der macht das schon. Er ist Geschäftsführer des Regionalsenders Studio 47 mit Sitz in Duisburg. Guten Abend. Und dort wird bereits mit Hilfe von künstlicher Intelligenz produziert, und zwar Nachrichten. Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das genau? Ja, guten Abend, Frau Drickhoff. Wie funktioniert das? Wir haben bei uns ein KI-System selbst entwickelt, das nennt sich Podcast. Und Podcast übernimmt bei uns in der täglichen Produktion sämtliche Schritte, die wir brauchen für den Nachrichtenfilm. Der textet den Text, er schneidet das Video, er spricht den Text selbst ein mit einer Computerstimme, er baut uns daraus einen komplett fertigen Film und stellt uns den für unser Programm für die Ausstrahlung zur Verfügung. Und wie das dann im Programm so aussieht, das gucken wir uns jetzt mal an. Das John Reed Fitnessstudio in Duisburg hat nach der blutigen Messerattacke vor knapp 3 Wochen wieder geöffnet. Das Studio war seit dem Angriff am Abend des 18. April geschlossen, die Ermittler sicherten seitdem Spuren. Nun hat die Behörde die Räume wieder freigegeben. Ich meine, das ist ja kaum zu unterscheiden von anderen kleinen Nachrichteneinspielern. Das Einzige, was noch so ein bisschen komisch klingt, ist diese technische Stimme. Wie hoch ist denn die Fehlerquote? Inwiefern muss man dann selber noch sozusagen Hand anlegen? Naja, also wenn man einen Podcast machen lässt, dann hat er eine Zuverlässigkeit von fast 90%, würde ich sagen. Das aber nicht bedeutet, dass wir alles ungefiltert direkt auf den Sender schicken würden. Das war uns auch sehr wichtig bei dem Ganzen, dass das letzte Wort immer ein Mensch hat. Eine Kollegin, ein Kollege aus der Redaktion, ein Journalist oder eine Journalistin, die auch wirklich bei jedem Schritt eingreifen kann. Also bei jedem Arbeitsschritt, der von Podcast, der von der KI gemacht wird, ist immer noch ein Journalist, eine Journalistin dabei, die guckt, ob das, was da gesendet, was da produziert wurde, auch wirklich stimmt. Inhaltlich, gestalterisch, fachlich. Also man ist trotzdem nicht entbunden von der journalistischen Sorgfaltspflicht. Machen Sie das denn gegenüber Ihrem Publikum transparent? Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist auch das entscheidend Wichtige. Wenn man Transparenz aufbaut, man will Relevanz aufbauen. Und wir machen es bei uns im Programm tatsächlich sehr transparent, dass wenn unsere Nachrichten laufen im Programm, unsere Moderatoren genau immer darauf hinweisen, dass jetzt Kollege Computer uns geholfen hat bei der Produktion von diesen Nachrichtenfilmen. Denn das Schlimmste wäre natürlich, wenn Zuschauerinnen und Zuschauer den Eindruck bekommen, dass wir da als Journalisten Vertrauen verspielen. Und genau das sollte es ja eben nicht sein. Es muss eine Erleichterung sein für uns in unserer täglichen Arbeit. Ich meine, Sie haben jetzt seriöse Absichten. Sie produzieren damit Nachrichten. Andere verbreiten mithilfe von KI Fake News. Welche politischen Rahmenbedingungen brauchen wir?
Ich glaube, das ist ganz wichtig und da wird man sich sehr schnell auch Gedanken drüber machen müssen. Denn auf der einen Seite haben wir eine Medienaufsicht, die dafür Sorge tragen muss, dass Rundfunkveranstalter, egal welcher Gattung, das tun, was sie qua Auftrag auch tun sollen. Also journalistisch sorgfältig arbeiten. Und ich glaube, da sind wir als Branche gefordert, als Medienschaffende. Da ist auch die Medienpolitik gefordert. Und vielleicht ist es sogar notwendig, dass seitens EU da Regularien gefunden werden müssen, um für Transparenz, für Kennzeichnungspflicht zu sorgen, um dafür zu sorgen, dass KI wirklich auch akzeptiert wird, dass KI das tut, was sie tun, keine Arbeitserleichterung ist und dass es eben nicht dazu führt, dass wir jetzt Fake News bekommen en masse aus Quellen, die nicht überprüft sind und die wir ehrlich gesagt ja auch nicht sehen wollen. Hoffentlich hält die Politik mit der Entwicklung Schritt. Vielen Dank, Herr de Vigne, für diese Einblicke. Gerne, danke. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung. Aber trotzdem geht es hier jetzt im Programm weiter mit einer ZAPP-Recherche und zwar über Julian Reichelt, der nach seinem Aus bei der BILD mittlerweile erfolgreich einen YouTube-Kanal betreibt, bei dem die Grenzen allerdings zwischen Journalismus und Populismus verschwimmen. Was dort so gesendet wird und welcher Geldgeber dahinter steckt, hat sich mein Kollege Nils Altland genauer angesehen. Also bleiben Sie gerne dran.